Der Keno, der war hier auf dieser Station sehr häufig und der ist dann hinterher auch auf dieser Station verstorben. Keno ist ein Patient, an den wir uns häufig erinnern, fast täglich erinnern. Und Keno steht für viele andere Patienten, die das gleiche Schicksal teilen. Kenos Familie für viele Familien, die das gleiche Schicksal teilen. Ich bin gebeten worden zu sagen, wie ist das denn in der ambulanten Versorgung dieser Familien und dieser Kinder? Was hat sich getan, seit wir angefangen haben mit der Versorgung von Keno? Vieles hat sich getan. Die Versorgung ist gesetzlich geregelt mit Ärzten und Pflegenden, aber die psychosoziale Versorgung, die Versorgung mit Psychologen, Sozialarbeitern, Heilpädagogen, die wird nach wie vor nicht bezahlt. Da sind wir dringend auf Spenden angewiesen, damit wir diese Versorgung gewährleisten können und auch damit Therapeuten, Musiktherapie, Kunsttherapie überhaupt auf dieser Station stattfinden können. Also bleiben Sie uns gewogen, helfen Sie uns, damit wir Kindern wie Keno helfen.